Hey meine Rabauken und herzlich willkommen. Wir haben seit 40 Tagen keinen Kontakt zum Hauptquartier und wir haben keine Nahrung und kein Wasser mehr. Okay, hier bin ich. Wir haben insgesamt 6 Soldaten. Die Bergstraße hinter uns ist ebenfalls blockiert und wir haben keinen Weg zurück, Sir. Bericht Feind entdeckt. Okay, wir können nicht zurück und vor uns ist da eine absolute Todesarmee. Erkennt den feindlichen Kommandanten. Das bin wohl ich. Lasst uns alle raus, fangt sie alle lebend. Geben sie alles, Sir. Ich gebe alles, mein Guter. Aber wir sind da, glaube ich, auf verlorenem Posten, muss ich leider sagen. Okay, Kampf. Ja, das können wir ja gar nicht gewinnen. Wir haben ja gefangen genommen, Leute. Okay, das geht eigentlich, es geht. Warte, vielleicht gewinnen wir es doch. Oh, hä, wie können wir das gewinnen? Ich habe die übelsten Supersoldaten. Jawohl, wir haben einfach gewonnen. Hä, gegen Panzer und Flugzeuge einfach gewonnen. Weiter die Bergstraße lang, Leute. Let's go. Jawohl. Bericht, ich habe eine unbemannte Insel vor mir gefunden. Oh, wir sind auf einer Insel. Sir, wir können hier unsere eigene Basis bauen und auf Rettung warten. Brüder haben gerade nach Ressourcen in der Nähe gesucht und können sie als Stadt verwenden. Oh, ein Soldat, 3000 Coins, 250 Gemaronis. Okay, wir sollen das Tor kaufen. Dann machen wir das mal, wenn uns das Spiel das sagt. Aha, wir sind fast 2 Millionen Abonnenten. Ich denke, es fehlen nur noch 4000. Das heißt, wenn ihr jetzt alle den Abo-Knopf drückt, die dieses Video schauen und noch nicht abonniert haben, hätten wir sofort die 2 Millionen Abos. Also unterstützt mich, indem ihr eine positive Bewertung abgibt und den Kanal abonniert. Mich würde es sehr freuen. So, jetzt sollen wir die Kaserne kaufen. Mach mal. Bob, der Bau des Kasernenbereichs ist abgeschlossen. Okay, dann öffnen wir das mal. Was können wir hier machen? Okay, jetzt haben wir hier... Ah, da können wir unseren einen Soldaten hier platzieren. Den bauen wir. Wow, okay. Ja, eine Guerillatruppe haben wir. Und das ist jetzt quasi unser Zelt, das alle paar Sekunden einen Soldaten spawnt. Insgesamt 50 können wir haben, wenn ich es richtig verstehe. Nachdem sie die Produktion abgeschlossen haben, gehen wir in die Schlacht. Okay, aber das steigt... Ah, nee, das ist unser Level. Warte mal, wo steht denn, wie viel ich haben kann insgesamt? Ich weiß nur, dass meine Kampfkraft hier gut am Boosten ist. Hier 6 von 6 hier steht's. Ne? Mehr können wir nicht haben. Ich glaube, hier gibt es aber Quests. Ah, oh, guck mal, was man alles freischalten kann. Panzer, Jets, Düsenjets, verschiedenste Soldaten, Helikopter, Mörser, alles am Start, Leute, alles am Start. Okay, gut, aber müssen wir gucken. Wir sind jetzt voll, das heißt, wir gehen mal attackieren. Let's go. Okay, wir haben 14.000, empfohlen wird 6.000, wir gehen rein. Oh yeah. Das sind ja nur 3. Kann ich mitkämpfen? Ja. Attacke, Leute. Bam. Aber ich brauche gefühlt meine Soldaten gar nicht. Ich gewinne das auf gar keinen Fall allein. Okay, die halten doch viel mehr aus, als ich dachte. Ich trage hier tatsächlich nahezu... Ah, das war's noch. Ah, jetzt haben wir... Ah, nee, es gibt mehrere Kämpfe. Okay. Dachte, jetzt haben wir so mäßig die nächste Stufe freigeschaltet. Aber nee. So, weg mit dir und weg mit dir. Das Spiel ist übrigens brandneu. Und zwar, ihr erkennt vielleicht die Soldaten wieder. Das ist der Commander Simulator. Wir spielen aber jetzt den zweiten Teil. Das Ding hat erst 100 Likes. Also das muss brandneu rausgekommen sein. Das heißt, wenn es hier eine Rangliste gibt, könnte es wirklich sein, dass wir uns hier absolut bababig hochspielen könnten. Ne? Oh, wir haben 50 XP bekommen. Auch wenn hier nur... Ah, wir haben ein Level abbekommen dadurch, durch die 50 XP. 1000 Geld, 7 Gems. Nice. Gut. So, jetzt stellt der wieder Soldaten her. Das ist super. Was kann man denn hier herstellen? Hier kann man noch mehrere. Das stellt auch alles Soldaten her. Hier kann man mal Wand und Boden kaufen. Ich weiß aber gar nicht, ob mir das so viel bringt. Hier sind auf jeden Fall noch andere Spieler. Und die sind auch alle nicht sehr weit. Okay. Was ist hier in diesem riesengroßen Tower? Ah, die Rangliste. Seht ihr? Level 117 ist der Erstplatz. Da können wir aber aus irgendeinem Grund noch nicht reinlaufen. Wahrscheinlich müssen wir es erst freischalten. Was haben wir hier? Hier sind Erfolge, ganz viele. Haben wir aber noch keins freigeschaltet, logischerweise. Hier ist ein Rucksack. Ich vermute, das sind Waffen, die wir verbessern können für uns. Okay, was kaufe ich denn jetzt? Ich kaufe mal die beiden Sachen einfach. Ich habe ja genug Cash. Hier kann ich... Ah, guck mal, hier kann ich noch Geld zusätzlich abheben. Das heißt, wir können neben den Schlachten noch Geld generieren. Okay, und was kann ich das upgraden? Wir öffnen das mal. Ich kann das upgraden, wenn ich ein Puzzleteil habe. Ein Fragment, aber ein Fragment haben wir noch nicht. Kann ich das hier kaufen? Nee, okay, das können wir alles noch nicht kaufen. Das heißt, wir kaufen erstmal das hier, weil... Ah, okay, dann verdienen wir mehr Geld, wenn wir das hier alles kaufen. Das ist gut. Das heißt, ich kaufe erstmal alles, was es hier gibt. Also, beziehungsweise alles, was ich mir leisten kann. So, hier kriegen wir eine Tagesbelohnung. Tag 1 sind 3 Tränke. Die haben wir jetzt hier im Shop. Da gehen wir auf Tränke. Und das sind... Oh, doppelter Münzenboost. Wir aktivieren direkt alle 3. Das ist nice. So, was können wir als nächstes kaufen? Wo seht ihr was? Irgendwas für Gold? Nee... Dann würde ich sagen, greifen wir mal... Es muss doch was geben. Es kann nicht sein, dass wir hier nichts kaufen können, oder? Anscheinend. Wahrscheinlich müssen wir erst im Level weiter vorankommen. Hier seht ihr auch den Boss. Okay, das heißt, wir greifen mal an. Ah, nee, hier kann ich was kaufen. Seht ihr? Zack.
Aber jetzt bin ich pleite. Das heißt, jetzt ab ins nächste Battle rein. Sollten wir ja lockerflockig gewinnen. Und erste Stufe geschafft. Ab zur zweiten. Zack. Let's go. Wir haben alle Leben noch, alle Soldaten. Haben auch... Gott, oh. Ich muss aufpassen, dass ich nicht sterbe. Ich halte mich da lieber mal im Hintergrund. Vielleicht zuerst die Schwachen. Das macht doch mehr Sinn, oder? Ja. Oh, die sind alle so low. Zack. Nice. Jetzt das Flugzeug als letztes. Wir haben noch keinen verloren. Aber den hat es ganz schön gut erwischt, ne? Nächste Stufe. Die haben bessere Waffen jetzt, glaube ich. Oh, ich muss aufpassen, ne? Aber ich will ihn beschützen. Ich stelle mich vor ihn, dass er nicht getroffen werden kann. Noch eine Stufe. Langsam wird es aber eng, Alter. Zwei sind hier sehr, sehr low. Muss mich vor ihn stellen. Aber ich kann mich jetzt auch nicht unendlich vor ihn stellen, weil so viel... Nein, einen hat es erwischt. Der Panzer knallt rein. Es hat einen zweiten erwischt. Aber wir haben es geschafft. Egal. Schnurzpiep. So, durch das Level-Up haben wir neue Gebäude freigeschaltet. Wir haben unsere Gesundheit erhöht. Aber es geht noch weiter. Wir haben das Level noch gar nicht geschafft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das schaffen. Bei denen erwischt es auch gleich. Egal, wir machen so weit, wie wir kommen. Durch das Level-Up habe ich auf jeden Fall wieder maximale Energie. Das ist ganz geil. Guck mal, ich beschütze den, weil der schießt auf mich und deswegen kriegt der keinen Schaden. Das war anders taktisch klug, ne? Aber das muss doch jetzt das letzte Gebiet gewesen sein. Weil guck mal, ich habe nur noch drei Soldaten. Davon hat einer einen Mikro-HP. Und ich habe jetzt auch nicht mehr unbedingt die Welt. Knapp, knapp, knapp. Oh, zum Glück. Ich hatte so Angst, dass jetzt noch eine Stufe kommt. Das wäre es gewesen, ey. So, jetzt können wir uns eine zweite Kaserne kaufen. Bam, rein da. Wir öffnen die Butze. Okay, wir haben 1780. Okay. Bauen. Tada. So, jetzt haben wir zwei. Jetzt produzieren die doppelt so schnell. Das ist ganz gut. So, dann sollen wir den Zaun hier kaufen. Guck mal, durch die zweite Kaserne können wir jetzt 12 Soldaten insgesamt tragen. Das ist geil. So. Haben wir hier irgendwas? Ich muss ja sagen, Commander Simulator 2 ist viel besser als der erste Part. Gefällt mir viel mehr. So, was ist das jetzt hier? Aufgaben. Login. Haben wir gemacht. 10.000 Münzen. Führe 20 Kämpfe durch. 15 Waffenzugriffe. Ich weiß nicht, was ein Waffenzugriff ist. Ah, hier haben wir einen Osso, das haben wir schon reingeholt. Wöchentliche Aufgaben, die haben wir auch noch nicht. Okay, gut, da können wir noch mehr Boni holen. Das kann ich natürlich richtig viel Geld ausgeben mit den zusätzlichen 10.000, was wir da bekommen haben. Eingangsbereich. Zack. Zack. Jetzt verdienen wir auch immer mehr pro Sekunde, ne? So, jetzt sind wir aber relativ pleite. Wir können aber hier in einem Nebenraum jetzt Entwicklung der Infanterie kaufen. Okay. Ah, hier kann ich Kisten ziehen für Diamanten. Wie viel kostet denn eine? Okay, stand nicht da, aber ich ziehe mal eine. Starker Angreifer, episch. Oh, sieben, hier steht's, sieben. Ich habe den gezogen. Ich ziehe nochmal ein. Wir haben ja zwei Kasernen. Ja, nee, der ist schlecht, oder? Das ist der schlechteste. Wir wollen mindestens mal einen grünen. Nee, der ist auch schlecht. Ah, man kann die in Fragmente brechen. Sie haben denselben Soldaten erhalten. Okay, so kriegt man Fragmente. Ah, guckt mal hier. Jetzt können wir den Standard, weil wir ihn zweimal haben, upgraden. Okay, die Frage ist, ob das so viel Sinn macht, weil... Guck mal, wir haben einen epischen, einen grünen. Und der hat halt 6 Schaden, 1200 HP. Ja, der ist viel schlechter. Der ist natürlich Baba, Alter. Also den brauchen wir eigentlich gar nicht. So, dann lasst mich da... Also müssen wir die, glaube ich, irgendwie in den Kasernen ausrüsten. Lass mich mal gucken, wie das funktioniert. Guck mal, hier ist schon der grüne. Und hier ist dann wahrscheinlich der epische automatisch schon drin, ne? Nee, zweimal der grüne. Aber ich glaube, ich muss das demontieren, wenn ich da einen anderen Soldaten drin haben will. Also ich muss quasi abbauen, jetzt neu platzieren. Ja, genau, richtig. Boom. So, perfekt, super. Können wir noch was bauen? Waffen verbessern. Ah, das gleiche mit einer... Ah, das ist für mich jetzt, glaube ich, oder? Wir ziehen mal. Ja. Eine Uzi, gut. Ist okay, oder? 30% behalten wir erstmal. Und die kann ich jetzt hier... Ah, genau, guck mal. Jetzt habe ich auch eine bessere Waffe. Kann ich hier ausrüsten. Plus 11% Schaden. Das ist schon nicht schlecht, ne? Die habe ich jetzt auch in der Hand. So, guti. Also unsere Kampfkraft ist auf 68.000 geboostet. Und wenn wir jetzt gleich noch epische Soldaten dazu haben, dann... Aber eigentlich, wartet mal. Eigentlich wäre es jetzt taktisch am klügsten, die hier zu demontieren, damit unsere ganze... Ach nee, ist jetzt... Nee, war doof gedacht. Ich dachte von der Logik her, damit unsere Gun... Ah, wir können ja zweimal, es war doch nicht doof. Jetzt haben wir nur noch epische. Das ist geil. Jetzt müssen wir aber kurz warten, bis sich das hier wieder aufgeladen hat. Boah, ich muss sagen, da haben sie wirklich ein dickes Upgrade gemacht. Viel besser als der erste Part. Alter Schwede, bei beim ersten, da habe ich so manche Sachen auch nicht verstanden. Das war viel zu kompliziert. Aber der hier ist perfekt.
Attacke, meine Soldaten, während ich von Mugi attackiert werde. Ey, warte, wie schieße ich denn jetzt? Gott, Alter, ich glaube, dadurch, dass ich diese epische Kaserne habe, ist, glaube ich, meine Kampfkraft viel zu stark. Guckt euch, ja, und wir haben Level abbekommen. Das heißt, Assorte heißt Levels, falsch übersetzt. Ich habe jetzt mehr Gesundheit und einen Angriff mehr. Das ist doch nicht schlecht. Wir rasieren hier so durch, Alter. Es ist wirklich, Alter. Zack, zack. Guck mal, der hat am meisten Schaden. Und das ist wie viel? 15% vielleicht maximal. Ran, Alter. Komm dir luschen. Zack. Boom, Alter. Das war ja so schnell. So, jetzt müssen wir... Eigentlich können wir direkt nochmal angreifen. Oder können wir irgendwas kaufen? Ah, wir können was leisten. Okay, okay, okay. Es wäre gerne, wenn die angreifen könnten, ohne dass ich mitmachen muss. Das wäre auch noch ganz praktisch. Was können wir hier jetzt kaufen? Pistolenportal. Sperren, wenn Level erreicht. Basis-Soldatenwaffen. Basis. Ach, das ist einfach nur... Ach so, da kann ich so Sachen zum Teleportieren freischalten offensichtlich. Okay. So, dann gehen wir direkt mal in die nächste Runde, oder? Let's go. Wir sind ja eh viel zu stark aktuell. Mucki, ich liebe dich ja auch, meine süße Maus. Aber jetzt gerade hier schwierig. Level up. Wir haben viel mehr HP wieder. Leider nicht mehr Angriffskraft, aber ist okay. 296 haben wir jetzt schon. Boogie beobachtet das Kabel auf meiner Tastatur von meinen Kopfhörern. Der wird hier gleich attackieren, Leute, ich sage euch das. Geschafft. So, haben wir was freigeschaltet? Durchs Level Up? Nischt. Aber wir können das kaufen. So, dann gehen wir mal kurz hin. Was können wir denn kaufen? Da ist Durchgang zur zentralen Halle. Oha. Hä? Da was Gold, was bedeutet denn golden? Warte, das checken wir gleich. Blau heißt eigentlich Gems und... Okay, wir checken das gleich. Jetzt können wir auf jeden Fall hier in die Halle rein. So, Level. Welches Level brauchen wir denn für die Rangliste? Hat doch schon relativ hoch, ne? 51. Aber wir sind auch schon 5. Was geht schon schnell? Gruppenprämie müssten drin sein. Noch vom letzten Game. Ah, verdammt, doch nicht. Scheiße. Och, Mucki. Video aufgenommen? What the fuck? Alter, es gibt eine Rangliste, bei der du gegen andere Basen antreten kannst. Das ist ja arschcool. Militärübung. Ah, das sind die gerade so mäßig... guck mal, ich würde die alle vernichten, ne? Die haben alle nichts. Ach, einer hat mich angegriffen. Haha, Benno. Ja, du hast aber verloren, du Lusche. Aber die Frage ist, hat mir das jetzt was gebracht? Warte mal, ich konnte mir irgendwie hier die Details ansehen. Kampfdetails. Ja, ich habe keinen verloren tatsächlich. Aber ja, obwohl er schon Panzer hat, habe ich trotzdem gewonnen, ne? Das ist aber auch illegal eigentlich, ja? Wie geht das denn? So, wir können hier was Neues kaufen. Schauen wir mal an, was. Kaserne erweitern, machen wir mal. Okay, und hier kann ich jetzt eine... Ach so, einfach eine weitere Kaserne bauen. Ja gut, das ist jetzt nicht so interessant tatsächlich. Dann machen wir mal nicht so Ründchen, ne? Ich bin mal auf den Boss gespannt, der jetzt bald kommt. Let's go, Attacke. Da, babalababababab. So, sind wir jetzt schon beim Boss? Oh ne, wir brauchen ganz schön viel. Ich mache, glaube ich, doch eine Kaserne. Aber eine Kaserne bringt ja immer was. Auch wenn wir jetzt keine epische mehr machen können, weil wir können nur zweimal eine bauen sozusagen. Und wir haben ja schon hier die zwei. Aber das bringt ja trotzdem zusätzliche Soldaten. So. Ich wurde schon wieder angegriffen. Serial Destination. Und der hat auch kassiert, Leute. Solltet mich nicht alle angreifen, ich sage euch das. So, okay. Während die mein Team hier auflädt, wobei es ist vom Sieb her schon fast komplett aufgeladen, können wir mal ganz kurz unser Geld abgeben. Ich kann mir hier irgendwas kaufen. Und da ist ein Ausrufezeichen. Ich glaube, ich habe einen Quest geschafft. Waffenportal. Ah, das ist das gleiche. Treppe. Okay, das ist mal pleite. Was kann das hier? Ah, das kann ich mich einfach so umtippen. Ja, okay. Kann ich hier abkürzen? Nee, verdammt. Wir müssen hier vorne rein. Ich habe eine Quest geschafft. Mal sehen. Ja. 80 Gems. Klar, nehmen wir. Gebe die halt vom Prinzip her gar nicht aus. Ne? Ich müsste eigentlich mir jetzt mal mehr Soldaten, also mehr Kisten ziehen. Aber wir haben ja schon fast nur episch. Wir sind da, glaube ich, schon ganz gut ausgerüstet. Wir sind viel zu stark aktuell. Neubau freigeschaltet. Aha. Ach, noch eine Kaserne. Wir sind doch eh schon viel zu stark. Na, wobei. Warum nicht? Let's go. Den geben wir jetzt hier rein. Auch nochmal den grünen. So, zack. Jetzt haben wir 24 Soldaten schon. Und wir sind... Ey, das dauert echt lange bis zum ersten Endgegner, ne? Bam. Kann ich nichts bauen? Gar nichts? Mann, ey. Ich könnte nochmal Kisten ziehen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich muss ich auch nicht warten. Okay, ich muss warten, bis maximal ist. Weil ich hätte gesagt, ich brauche ja gar nicht alle eigentlich, um zu gewinnen. Aber okay. Guck mal, es ist so unfair. Aber wie weit hat denn der eine das schon gespielt, dass der Panzer hat? Oder hat er das irgendwie sich gekauft für Robux? Weil ich habe den ja komplett platt gemacht. Meine Armee ist ja viel besser. Und ich habe ja noch keine.
Und ich habe auch fast nichts ausgegeben. Ich denke, ich habe 2 Euro ausgegeben gerade oder so in dem Spiel. Bisher fast noch nichts. Den Booster habe ich kostenlos bekommen. Ich habe mir 2 Kasernen gekauft für jeden 1 Euro. Und ich glaube, das war es sogar schon. Also wir können auf jeden Fall neue Sachen bauen. Ich habe hier 2 Pfeile. Und das müsste auch die letzte Stufe sein vor dem Boss. Aber die wären schon gar nicht so unschwach, ne? Na, wobei, ich habe nicht einen Soldaten verloren. Nicht mal den hier vielleicht. Ne, nicht einen verloren. Also das scheint locker sich auszugehen. So, wir können jetzt, weil wir heben erstmal Geld ab. Bupp. So, jetzt können wir hier noch eine Kaserne kaufen. Ja, mach mal. Warum nicht gegen den Boss? Ich weiß nicht, wie stark der ist. Aber da sollten wir definitiv nochmal in die Kisten jetzt rein. Weil da brauchen wir vielleicht, weil ich will jetzt nicht den grauen Soldaten da haben. Achso, warte mal, das war ja hier. Ja, machen wir, ziehen wir mal eine. Vielleicht kriegen wir eine bessere Waffe für mich. Nee, ist egal. Aber ich kämpfe auch eigentlich fast gar nicht mit. Das ist eigentlich auch Schnurz. Können wir hier den Boden kaufen für die nächste Etage? Aber es interessiert uns gar nicht. Wir wollten eigentlich hier rein. Irgendwas Gutes. Irgend so ein Grün. Ja, aber das ist aber jetzt... Warte, bricht der die automatisch? Oh, blau. Das ist stark. So, wir können aber irgendwas upgraden hier, ne? Genau, den Grünen können wir upgraden. Sehr schön. Und jetzt löschen. Und jetzt platzieren wir hier den Blauen. Passt mal auf. Bab, ja, perfekt. So, jetzt demontieren wir hier Grün, weil Blau ist ja besser. Und platzieren hier den 2. Blauen. Weil wir können hier immer nur 2 platzieren. Jetzt haben wir 2-mal Lila, 2-mal Blau, 1-mal Grün. So, jetzt gehen wir da hoch, weil da ist irgendwas für Gems, ne? Guck den Strahl. Gucken wir mal, was wir jetzt hier kaufen können. Wir können kaufen grundlegende Talententwicklung. Okay. Panzer! Wir ziehen den Panzer. Grün. Ah, geht aber besser. Kann ich 3 oder muss ich das kaufen? Muss man kaufen? Ah, das ist nur grau. Grau braucht man nicht. Mindestens mal blau. Nee, ist Quatsch. Blau hat 7%. Komm, blau. Ich will jetzt auch nicht meine ganzen Gems verbraten. Der kostet, das kostet den Abwehrkern im Arsch viel, aber... Kostet nichts. Grün nochmal. Okay, das heißt, wir können grün auf Level 2 machen. Blau soll es nicht. Oh! So, aber kann ich die jetzt einfach hier platzieren? Warte mal, was war hier unsere schlechteste? Ich glaube, die hier, ne? Das war hier die grüne, glaube ich, oder? Ja. So, wenn ich das jetzt demontiere, ja, kann ich jetzt hier einfach das Ding platzieren? Das ist ja illegal, hä? So, dann demontieren wir das hier. Bab. Und platzieren hier auch. Wir machen einfach nur, wir machen guten Mischmasch. Wir platzieren nur die epischen. Ansonsten behalten wir Infanterie. Wir können aber auch hier upgraden, den grünen, auch wenn wir den jetzt eh nicht benutzen gerade. So. Und den auch. Boah, 3 Upgrades. Aber es, guck mal, obwohl 3 Upgrades ist ja trotzdem schlechter als der grüne. Aber von der Kampfkraft her sind die Panzer schon viel besser, ne? Aber ich glaube, so ein Mischmasch ist schon wichtig. Das passt schon, Leute. Wir werden so den Endgegner safe locker besiegen. Oh, Alter, locker. Flockig machen wir den. Okay, die Frage ist, kommt jetzt ein richtiger... Ah, komm, hier sieht man alle Stufen, ne? Kommt jetzt ein richtiger Endgegner oder ist das eher so ein... Einfach nur eine starke Welle? Denn hey, kommt safe ein richtiger Endgegner, oder? Irgendwie so ein Superpanzer vielleicht oder so. Hey, 1 Million Kampfkraft wäre auch geil, ne? Meint ihr, wir schaffen das noch? Da brauchen wir mehr Kasernen für. Weil wir haben ja schon fast nur episch, ne? Oder wir upgraden die vom Level. Dazu müssten wir aber nochmal episch ziehen. Und das ist unwahrscheinlich. Tada! Das war die Bosswelle. War ja fast nix. Ach nee, jetzt kommt die Bosswelle. Deswegen. Können wir was leisten? Ah, aber egal. Schnurz auf leisten. Wir wollen jetzt erstmal in die Bosswelle rein. Oh! Ja, 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 da ist der Boss. Ein FBI-Agent oder so. Geil. Let's go. Mit Musik sogar dieses Mal. Ja, der macht aber Flächenschaden, ne? Was gar keinen Sinn macht, wenn man seine Waffe berücksichtigt, aber egal. Oh! Bin ich tot? Ich bin tot! Ich gewinne gegen den nicht. Doch. Alter, übel knapp, wenn ich mir nicht die ganzen Kasernen gekauft hätte, hätte ich niemals gewonnen. Alter, das war knapp. Holy moly. Aber wir haben es geschafft. Aber starker Endgegner. Okay, nice, nice, nice. Wir haben eine Menge Geld. Das heißt, wir können jetzt... mal da oben aufs Dach gehen. Wir haben eine weitere Quest hier auch abgeschlossen. Hier haben wir auch eine Quest abgeschlossen. Bumm. Ah, eine weitere Potion. Geil. Können wir auch direkt aktivieren. Haben wir gefühlt unendlich, ey. Noch eine ganze Stunde, wo wir ja jetzt hier schon eine halbe Stunde spielen. Okay, lass mal aufs Dach gehen und mal gucken, was wir da uns irgendwie noch kaufen können. Ob das irgendwie Sinn macht. Wand. Dach. Nö, hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Das macht anscheinend halt wirklich eigentlich gar keinen Sinn. Also Panzer sind halt einfach stärker, was ja auch Sinn macht. Es ist ein Fahrzeug. Das heißt, wir machen jetzt hier schön
das Grüne rein. Boom. Eigentlich müssten wir wirklich auch, wenn ich hier mal so reingucke, wo kann ich denn das sehen? Ich konnte das doch irgendwo sehen. Hier, ne? Genau. Guck mal von der Kampfkraft her. Ah, nee, guck mal. Ja, selbst der Grüne ist besser. Also ist ungefähr gleich wie der Epische, okay. Aber das heißt, wir können den Epischen drin lassen. Weil jetzt den Grauen reinzumachen, macht keinen Sinn. Der graue Panzer ist schlechter als der epische Soldat. Aber da macht es eigentlich Sinn, wenn wir nochmal dick in die Panzer reingehen und es hier wirklich eine richtig krasse Armee nochmal machen. Wir haben eh so viele Gems, wir geben die gefühlt eh nicht aus. Wenn man 80 gezogen hat, dann kriegt man auch safe einen legendären Stand da. Okay, ja, das ist Quatsch. Ich mache jetzt Full Panzer. Ich stecke alles nochmal episch. Okay. Könnten wir upgraden. Ja. Ich hoffe halt eigentlich auf den Legendären. Ne? Legendärer wäre schon übel krass. Ja, aber werden wir nicht kriegen. 0,15% Wahrscheinlichkeit, das ist ja nichts. Aber wir können jetzt zumindest den... Ich habe halt eine Idee, wie wir es richtig krass boosten können. Ich upgrade jetzt den vom Level her. Guckt mal, 31.000. 37.000, das macht schon sehr viel aus. Jetzt erhöhen wir die Anzahl an gleichen Kasernen auf 5. Und jetzt können wir nämlich an jeder Station den epischen Panzer bauen. An allen 5. Das heißt hier die epischen Soldaten. Es tut mir leid, ihr habt einen super Job gemacht. Ihr könnt in den Feierabend. So, habt ihr euch wohl verdient. So, und jetzt hier. Wobei, ja, wir brauchen auch für einen Panzersoldaten. Also so gesehen sitzen die jetzt einfach in den Panzern, glaube ich. So, zack, zack. Okay. Was habt ihr jetzt für eine Power? 577.000. Das ist krank. Also das könnte ich jetzt nur noch steigen, indem ich den Legendären ziehe. Was nicht so einfach passieren wird, denke ich. Boah, Alter. 15 Oschen. Wo ist der letzte? Einer fehlt. Da ist er. Attacke. Boah, guck mal links und rechts. Die Map hat sich jetzt verändert. Attacke. Guck mal, also das ist ja wirklich der... Oh, das ist ja der unfairste Kampf aller Zeiten. Haust rein. Ciao, ciao. Ey, ich will mal einen anderen Spieler angreifen. Ich will mal sehen, wie das ist. Ich mach das mal. Jetzt, nachdem wir die Welle geschafft haben, die ja gar kein Problem sein sollte. Weil ich habe die ja sogar auf Level 2. Das sind Level 2 epische Panzer. Ich bin auch der weiteste, wenn man hier guckt. Der ist in der 10. Stage 1, aber ich bin schon in der 2. Also, wir sind ganz gut dabei. Geschafft. Da, da, da. So, wir können... wir können eine weitere Kaserne kaufen, oder was? Da können wir auch noch was kaufen. Kaserne. Let's go. Wir haben das Limit auf 6 erhöht. Für einen weiteren epischen Panzer. Was können wir jetzt hier kaufen? Auch eine Kaserne oder was? Ach so. Ey, wir nähern uns sehr krass der Million. So, wir haben, glaube ich, alles gekauft, was geht. Ich habe zumindest keinen Pfeil. Und wir haben eine Kraft von 805.000. Mann, wenn ich den legendären Panzer ziehen würde, ne? Das wär's da. Aber nee, wir wollten ja einen Spieler angreifen. Mann, wie geht denn das nochmal? Den können wir upgraden, aber brauchen wir sowieso nicht. Warte mal, da müssen wir... Wo habe ich denn das nochmal gesehen, Leute? Helfen wir mal ganz kurz. Nee, ah, hier, genau. Ah, genau, wir können jemanden angreifen. Wir greifen den Stärksten an, den hier. Ach, Benno ist der Stärkste, oder was? Ja, okay, dann greifen wir Benno an, aber ich denke mal, das wird... Alter! Ja, das wird, denke ich, ein unfairer Kampf. Da ist Benno, seht ihr ihn? Da ist er. Ah, okay, seine Panzer halten schon ganz gut aus. Benno, den ersten Treffer, kassiert den zweiten Treffer, kassiert den dritten Treffer, den vierten Treffer und ich habe nichts verloren. Nicht einen der Einheit habe ich verloren. Alles hat er verloren. Zack. Aber was hat mir das jetzt gebracht? Einfach so Bestätigung oder was? Einfach so kann ich mich jetzt freuen, dass ich Benno besiegt habe. Warte mal, ich glaube, weil wir den jetzt besiegt haben, haben wir eine Quest geschafft. Mal, hey, komm mal ran hier, mein Guter. Zack. Dank. Oh, ja, jetzt, ich muss auf den legendären Panzer gehen, Leute. Alles andere macht keinen Sinn. Ich meine, wenn ich 70 gezogen habe und die kann ich mir leisten, kriegen wir ja safe einen legendären. Also so muss man ja denken, ne? Nee, warte, stopp, stopp, stopp. Das ist ja das Falsche. Die können wir nicht gebrauchen. Weg mit euch. Ciao, ciao. Mann, 14. Nee, ich habe übrigens die Gems gerade verplempert, ey. So eine Kacke. Die hier wollen wir ran. Oh, 15. Aber wir haben schon ein paar. Aber das könnte sich ausgehen mit den Gems. Oh, ich habe den legendären so gezogen. Aber wartet mal, wenn ich das noch voll mache, kriege ich ihn ja nochmal und dann kann ich ihn upgraden. Das machen wir. Noch einen Kistending oder irgendwas. Ah, ja, den zieht man dann safe raus. Okay, perfekt. So, jetzt können wir den upgraden. Guck mal, der hat 110.000. Alter, wir vervierfachen? Wir müssen raus. Wir müssen raus. Oh, warte mal, da kann man gar nicht raus. Verdammt. Ey, wir können uns das leisten, wir haben genug Geld. Zack. Und jetzt sind wir wieder pleite. So, lass mal jetzt müssen wir halt alle austauschen. Wir können aber hier auch übelst viel Level machen, passt mal auf. Den können wir upgraden. Jetzt haben wir fast schon eine Million, aber habe ich den Legendär noch nicht mal gemacht, ne? Hier, dann hier noch. Alter Schwede, hier noch. Gut, das reicht. Jetzt müssen wir alle austauschen. Mal sehen, was schätzt ihr, wie viel kriegen wir? Ich sag, wir kriegen
Ich sag ehrlich, kriegen 2 Millionen, glaube ich. Wir hätten 2 Millionen, denke ich sogar direkt. Wir haben ja jetzt schon 1,2 Millionen und ich habe erst eine legendäre gemacht. Es werden wohl 3 Millionen werden. Die letzte Legendary-Fabrik. 3,1 Millionen. Junge, sind wir stark. 3 Millionen. Wie viel brauche ich denn für das aktuelle Level? Aber wir müssen auch warten, bis alle hergestellt sind. Die epischen können wir nochmal upgraden. Es gibt halt noch Flugzeuge, ne? Die sind auch krass. Es gibt halt noch Flugzeuge, ne? Also man könnte die Armee jetzt noch weiter verbessern mit diesem legendären Flugzeug, mit dem Düsenjet hier, mit dem hier. Das ist natürlich geil, ne? Dem hier, Alter, Bomber oder was das sind. Okay. Ah, okay, jetzt kann ich gucken. Wir haben, wir brauchen 260.000 und haben 3 Millionen. Okay, let's go. Ja, ist ein etwas unfairer Kampf, muss ich doch gestehen. Also das ist wirklich kriminell. Leute, das war doch sehr erfolgreich. Ey, ich denke, wir sind da wirklich in Ranglistennähe schon mit 3 Millionen Kampfpower. Das ist wild. Wir haben einen weiteren Erfolg freigeschaltet. Wir heben mal Geld ab. Können wir uns da was kaufen? Ne, alles sehr, sehr teuer inzwischen. Meine Güte, ey. Wenn ihr wollt, dass wir einen zweiten Part machen, indem wir die Düsenjets freischalten und die Bomber vielleicht, dann lasst eine positive Bewertung da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal kostenlos. Da würde ich mich noch mehr freuen. Auf dem Weg zu 2 Millionen Abonnenten. Es ist so knapp, Leute. Es ist krank. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson.